Den ersten Betrüger habe ich schon mit der schnellen Frage nach dem Namen der eigenen Finanzinstitution verunsichert. Ich bin der Callcenter-Crasher und begrüße euch zum Sonntagsvideo. Der komische Betrüger war durch seine Inkompetenz mal wieder schnell aus der Reserve zu locken. Er konnte anfangs noch nicht mal mit dem Begriff CFD-Handel etwas anfangen oder konnte mir den aktuellen Preis für Kobold nicht nennen. Unsere Außenministerin hätte das sicher gewusst. Ich wünsche euch viel Spaß bei diesem Video, das wie immer nach dem Intro beginnt. Hallo? 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 Max 100? Bitte was? Ja? Schön zu erreichen, lieber Herr. Wie geht es dir? Alles gut? Alles in Ordnung? Alles prima. Das freut mich sehr. So, lieber Herr, ich heiße Matthias Reschke Ja. und ich habe Sie von einer Finanzinstitution angerufen. Ja, von welchem? Quantum IA, weil ich sehe, dass Sie haben schon ein Interesse gezeigt über Onlinehandel, ja? Das ist richtig, ja. Okay, und bis jetzt haben Sie eine frühe Erfahrung oder das ist die erste Mal? Eine frühe Erfahrung, in was denn? In Onlinehandel, Investitionen. Ja, ich habe eine Menge theoretisches Wissen, ja. Haben Sie schon investiert, ja? Nein, ich sagte, ich habe eine Menge theoretisches Wissen. Okay, und haben Sie alles verstanden, wie es läuft, wie es funktioniert? Oder brauchen Sie mehr Informationen? Ich schaue mal gerne mal Ihre Webseite an, damit ich mir das nochmal angucke. Welche Trading-Plattform haben Sie? Benutzen Sie E-Mail-Adresse? So, ich kann diese Nee, benennen. Sie können mir einfach die Webseite buchstabieren. Www. Okay. Ja? Punkt. C wie Cäsar. Ja? R wie Richard. Ja? Y. Ja. Petra. Ja. Theodor. Ja. Otto. Ja. Siegfried. Ja. Martha. Ja. Anton. Ja. Richard. Ja. Kaufmann, Ja. Emily, Ja. Theodor, Ja. Punkt, Ja. o Otto, Ja. Richard, Ja. Gustav. Kryptosmarket.org, richtig? Genau, ganz genau. So sind Sie da. Ja, Augenblick. So. Okay, was kommt? Ja, ich mach gerade erst auf. So, das ist eine weiße Seite. Betreten Sie mit Cryptos Market selbstbewusst die Handelsarena. Genau, Ist das Ihre Seite, ja? lieber. Sie sind in Computer oder in Handy? Im Computer bin ich. Ich bin mitten drin im Computer. Okay, ich werde jetzt dein Handelskonto zeigen. Wieso dein? Wir kennen uns ja nicht. Bitte bleiben Sie beim Sie, bitte. Okay. Ja, dann zeigen Sie mal, wie denn? Sehen Sie ganz oben rechts steht da einloggen Ja, und richtig. Konto eröffnen. Konto eröffnen, Ja, aber ja? erzählen Sie doch erstmal ein bisschen was über Ihre Firma. Ich kenne Sie hier gar nicht. Das ist das Firma, das Sie haben schon ein Interesse gezeigt über Onlinehandel. Ja, aber ich weiß nicht, wie Ihre Firma handelt, wie Ihre Firma arbeitet. Erzählen Sie doch mal ein bisschen was über Ihre Firma. Deswegen habe ich Sie angerufen. Ich werde Gut, dein prima, dann Handelskonto. erklären Sie mir. Okay, in diesem Handelskonto, Sie werden Handel machen. Wir Ja. arbeiten in 5 Märkten auf der Börse mit Kryptowährung, mit Rohstoffen, mit Aktien, Index und Forex. Ah ja. So, sobald machen Sie dieses Konto aktiv machen, Sie werden in Kontakt mit einem Handelsexpert bleiben.
Der Expert wird Ihnen alles erklären, wie es läuft, wie funktioniert, welcher Markt ist besser momentan, in welchem Markt können Sie mehr Profite erreichen. Ja, ich habe ja schon ganz bestimmte Ziele, mit was ich handeln möchte. Und Sie werden diese deine Profite jederzeit. Nicht deine, Ihre bitte. Wir sind nicht beim Du. Ja, genau. Ihre Gewinne Auszahlung. Ja, von Ihrem Online-Handelskonto in Ihre Online-Banking oder in Ihre Kredit- oder Debitcard. Ja, gut. Jetzt interessiert mich, kann ich mit meinen Rohstoffen handeln, die Sie. Ich interessiere mich für Rohstoffe. Kann ich bei Ihnen mit Kobalt und seltenen Erden handeln? Ja, genau. Sie können in Rohstoffe investieren. Hallo. In Kobalt und seltene Erden. Danach habe ich Interesse. Ja, ganz genau. Gut. Wie ist der Kurs für Kobalt momentan? Und Sie werden auch mit einer automatischen Software arbeiten. Wieso eine? Nee, wieso? Erklären Sie mir das mal. Wie viel kann ich denn Gewinne machen? Wenn ich mit Kobalt und seltenen Erden handle. Okay, Sie werden ein Handelskonto aktiv machen, danach Sie werden Investitionen machen. Das weiß ich schon. Ich habe gefragt, wie viele Gewinne ich bei Ihnen machen kann und wie der Preis von Kobalt aktuell ist. Sie werden einkaufen und verkaufen machen. Einkaufen und verkaufen. Ja, ich möchte gerne, auf Kobalt möchte ich gerne langfristig handeln. Das heißt, ich möchte Aktien kaufen, Kobalt-Aktien. Genau. Und seltene Erden-Aktien. Ja, Sie werden diese Aktien mit günstigen Preis einkaufen und Sie werden warten für den Preis geht da hoch und Sie werden diese Aktien verkaufen und Sie werden Gewinne machen. In welchem Zeitraum dann? Aber ich weiß nicht. Weil das hört sich so ein bisschen an nach CFD-Handel. Ist das CFD-Handel? Nochmal? Ist das CFD-Handel? Hallo? Was ist das? CFD? Ja, ich habe gefragt, ob das CFD-Handel ist. Weil Sie sagten, CFD-Handel ist ja... Ja, genau. Ach, Sie haben CFD-Handel. Nee, ich möchte ja kein CFD-Handel. Ich möchte Aktien kaufen. So, lieber Herr, ich habe gesagt, dass Sie können in 5 Märkten auf der Börse Investitionen machen. Ja, das müssen Sie nicht wiederholen. Ich habe ja nur Interesse an 2 Märkten. Oder an einem Markt mit 2 Rohstoffen. Genau. Ja, genau. Und wie ist denn der aktuelle Preis von Kobalt? Ich weiß nicht. Hast du gesehen? Wieso du? Sie bitte. Du. Sie bitte. Wir kennen uns ja nicht. Du. Du Hurensohn. Der lustige Betrüger mal wieder. Ey, Mann, du lernst es nicht, ne? Du merkst es nicht. Danke, das war's. Ja. Hey, du Hurensohn. Hey, Scammer! Hast du noch was zu sagen? Wie denn? Du hast doch gar keinen Schwanz. Du bist doch selber eine Pussy. Hey, Mann! Ich lach dich aus, hey, du bist so dumm. Ey, scheiße Scammer, hast du noch was zu sagen? Nee, du bist doch schwul, du hast doch eine Pussy. Du bist doch kein Mann. Du bist doch eine Schwule. Du bist du ein Eselficker, ja, ne? Oder ein Ziegenficker, ja? Ich bin dein Vater. Wie heißt du denn, Vater? Vater, sag doch mal, wie heißt du denn? Hör doch mal auf zu stottern. Wie heißt denn meine Mutter? Deine Mutter ist gerade bei mir. Hallo? Ja, schönen guten Abend.
Genannt. Daniel Stanzel spricht am Apparat. Spreche ich mit Herrn Ludger Lossmann, korrekt? Ja, das ist richtig. Guten Abend, Herr Lossmann. Ich melde mich von der Unternehmen Gasprofit. Es geht um Online-Handel. Sie haben bei uns heute sich angemeldet, wie in meinem System sehen. Ist das korrekt, ja? Ja, das ist korrekt. Genau. Ich bin Kontoberater von diesem Unternehmen, Herr Lossmann. Meine Arbeit ist normalerweise dabei helfen, der Handelskonto korrekt zu aktivieren. Falls Sie nichts dagegen haben, klar. Ja, dann informieren Sie mal. Jawohl, das mache ich unbedingt. Darf ich am Anfang fragen, Herr Lossmann, ob Sie an der Finanzbehörde etwas Erfahrung haben überhaupt? Zu wissen, haben Sie keine Erfahrung? Ich habe mich nur ein bisschen belesen. Okay. Aber selber haben Sie nie versucht, zum Beispiel mit dem Bank, mit dem Aktien, haben Sie etwas Erfahrung vielleicht? Nein. Ich habe, wie gesagt, ich habe nur etwas darüber gelesen. Jawohl. Okay, machen wir so, Herr Lossmann. Ich werde kurz alles erklären, wie genau bei uns funktioniert, was wir Ihnen anbieten. Dann werden Sie entscheiden selber schon, werden Sie bei uns arbeiten oder nicht. Okay? Ja. Okay, wunderbar. Danke vielmals. Wie Sie wissen, Herr Lossmann, also Sie haben bei der vollautomatischen Handelsplattform angemeldet. Bei uns Handel funktioniert mit dem Softwareprogramm, mit dem Applikation. Gasprofit heißt genau diese Applikation, weil es automatisch arbeitet. Ja? Also mit dem Algorithmen sucht, analysiert Finanzbörse, sucht die besten Möglichkeiten für den Gewinn und macht der Profite. Der Gewinn erhalten Sie auf Ihrem Handelskontostand. Und ich kann nicht telefonieren. Hallo? Herr Lossmann, warum haben Sie aufgelegt? Ich habe nicht aufgelegt. Sie wollten mir was erklären? Genau, warum soll... Von wo aus rufen Sie denn an? Dann ist ja Ihre Telefonleitung so schlecht. Also keine Ahnung, ich habe versucht, aber die Verbindung wurde einfach unterbrochen. Ja, deswegen habe ich ja gefragt, darf ich mal bitte? Ja, also ich rufe Sie, ich rufe Sie von der Justerei, zurzeit unsere Sitzung ist im Österreich, der Firma, wo Sie sich angemeldet haben. Das ist eine großbritannische Firma und deswegen der Nummer aus auch die großbritannische ist auch. Ah, ja. Also der Programm, was ich benutze, ja, das kommt von der mit dem großbritannischen Nummer, weil der Firma ist selber davor. Sitzung bei mir, meine Sitzung ist in Österreich, in Wien, Börse Platz 4 ist meine Adresse, 1010 Wien. Ah ja, gut, und jetzt erklären Sie mal, was man bei Ihnen verdienen kann und womit man was verdienen kann. Genau, also Sie bekommen von uns der Handelskonto, die für die Aktivation brauchen, 250 Euro. Wenn Sie das aktivieren mit der gleichen Summe, der Gewinn normalerweise ist ab 15-30% von der investierten Geld monatlich. Diese Summe wird gut geschrieben auf den gleichen Kontostand, wo Sie am Anfang investieren. Von da können Sie das kontrollieren und von da können Sie auch das auszahlen lassen. Ja, das hört sich gut an. Die Zugangsdaten dafür bekommen Sie von mir per E-Mail. Heute, ich habe schon eine Nachricht gesendet per E-Mail, vielleicht haben Sie das schon gesehen. Information über unser Angebot. Ah ja, hier ist eine E-Mail angekommen. Ja, Absender bin ich, Daniel Stanzer, ja? Ja, genau. So. Ja. Das ist die Information nochmal, welches können Sie auch durchlesen. Und nachschauen einfach. Ja, ist ja viel zu lesen. Ja, gut. Aber ich muss es ja jetzt nicht lesen. Sie können es mir ja erklären. Okay. Aber ja, also kein Problem, mache ich das. Für Sie auch. Ich habe Ihnen schon gesagt, die Handelskonto bekommen Sie von uns, wenn Sie das aktivieren. Nach der Aktivation erhalten Sie per E-Mail die Bestätigung über die Aktivation auch. Und bekommen Sie auch einen Anruf von der Berater, wer wird Ihnen dabei helfen mit dem Handel überhaupt. Anruf erhalten Sie auch die genau gleiche Zeit, wann Sie Termin vereinbaren und der Berater hilft Ihnen an der Finanzbehörde, Ihren Gewinn zu maximalisieren.
Ja, aber Sie haben eine komische Schreibweise. Betrachten Sie es als Treibstoff für Ihr Auto. So wie sich das Auto nicht selbst tun kann, können wir mit der Luft kein Geld verdienen. Was kann das Auto nicht selbst tun? Dafür, wir benutzen eine Sicherheitsmethode. Diese Methode heißt Stopplos und minimalische Begrenz, wo, wenn wir den Handel automatisch stoppt, ist genau diese 250. Jedes Mal, wenn Ihre Das hatte ich ja gar nicht hat, gefragt. 250. Aber was haben Sie gefragt? Diesen Satz, den ich da in Ihrer Mail lese. So wie sich das Auto nicht selbst tun kann, können wir nicht mit der Luft kein Geld verdienen. Was kann das Auto nicht selbst, sich selbst nicht tun? Wenn der Summe unter der 250 unterfällt, der Programm erkennt keine Summe. Nein, Sie haben mich nicht verstanden. Also, schauen Sie mal. Ich habe gefragt, was kann sich das Auto nicht selbst tun? Das kann, also zum Beispiel kann nicht die sich zu erkennen, was passiert für den Morgen. Also zum Beispiel, das, wenn das Auto kann nicht erkennen, was morgen passiert. Ja, klar. Ah, ja. Also der Programm analysiert zurzeitige Situation und damit macht er Profite. Also zum Beispiel, wenn der jemand kommt von der Firma und sagt etwas Neuigkeiten, der Programm erkennt das nicht. Also überhaupt das ist unmöglich. Die Situation, was gibt an der Börse, wenn der zum Beispiel, wenn die Aktien, wenn man mit dem Aktien handelt, ja, wenn der Aktien hochgestiegen ist, macht er Gewinn. Wenn unterfällt, macht der Verlust, ja, normalerweise. Wenn Aktien hochgestiegen sind? Das. Wenn die Aktien hochgestiegen sind? Wenn, also das war ein Beispiel einfach. Ah ja, also müssen die Aktien hochstiegen? Nicht nur. Also, wie habe ich verstanden, Sie etwas Erfahrung an der Finanzbörse haben Sie, oder? Nee, ich habe keine Erfahrung. Aber Sie haben doch gesagt, dass es um Aktien geht. Das war ja ein Beispiel. Ja, nein, gut. Das war ein Beispiel, wie ich am Anfang Ach so, gesagt habe. Okay, ja? Gut. So, ja, und also es geht um ein Konto. Zum Beispiel. Ja. Zum Beispiel was? Also, was ich erklärt wollte, ja, das wäre ein Beispiel. Zum Beispiel, wenn der Aktienpreis also ja etwas hochgestiegen wird, normalerweise macht der Gewinn auch. Wenn das unterfällt, kommt auch der Verlust. Das ist die normale Sache an der Finanzbörse, ja? Ja. Genau. Aber kann sein auch, also an der Finanzbörse gibt es auch neue Möglichkeiten immer und gibt es auch die Möglichkeit, können Sie einfach investieren für die, wenn der Preis von der Aktien unterfällt, Sie machen sowieso den Gewinn. Das heißt, wenn Investition, ja, Investition, das ist nicht, wenn Sie etwas für die billiger kaufen und die für die teuer verkaufen, nicht nur. Können Sie gleich so, also die ganze Strategie auch machen, also können Sie einfach investieren, dass der Kosten von den Aktien zum Beispiel unterfällt und Sie machen sowieso den Gewinn. Zugleich kann der Programm analysieren, aber zum Beispiel, wenn jemand von der etwas Firma sagt, dass ab morgen wird etwas Neuigkeiten bei uns und diese Neuigkeiten wird, wir wissen zum Beispiel, dass die Neuigkeiten wird nicht so gut, ja, der Programm kennt das nicht. Deswegen braucht der Berater zum Kontrollieren. Ach, der Programm kennt das nicht? Was morgen passiert, kennt das nicht. Ah ja, ich dachte, dass der Programm kennt, was morgen passiert. Situation? Wie? Also das ist unmöglich unbedingt. Der Programm analysiert zurzeitige Situation und damit macht der gewinnalgorithmische System genauso das bedeutet. Ah, dann ist der Programm nicht so schlau? Nein. Okay. Weil die Ergebnis, was gibt es überhaupt, das ist, dass der Programm macht wirklich einen Gewinn. Nicht so hoch wie zum Beispiel das mit dem 250. Morgen kann man nicht etwa 10.000 verdienen, aber Schritt zu Schritt, Zeit zu Zeit, immer kommt etwas Gewinn. Aber 15-30% von der investierten Geld, also das ist eine statistische Analyse einfach, so gleiche Summe können Sie monatlich mit dem 250 Euro verdienen. Ja, gut. Dann machen wir das doch. Wie geht das nun? Dann
Und ich brauche einfach Ihre Bescheid, wollen Sie das versuchen oder nicht? Was brauchen Sie bitte? Dann werde ich für Sie Ihre Bescheid, bitten Sie das aktivieren, Ihr Handelskonto, werden Sie das versuchen oder brauchen Sie noch Zeit, darüber nachzudenken und noch mehr durchzulesen? Nee, ich möchte das gern versuchen. Okay. Und wie geht das nun? Per E-Mail, ich sende, ja, das sage ich genau jetzt, in diesem Fall per E-Mail bitte. Ich sende Ihnen die Verbindungsdaten, womit Sie können Ihr Handelskonto aktivieren. Für die Aktivation, ich wiederhole, brauchen Sie Investitionssumme 250 Euro. Welches? Sie können einzahlen, entweder mit der Banküberweisung oder mit dem Kreditkart. Die Verbindungsdaten sende ich Ihnen per E-Mail, wenn Sie mir sagen, welches wollen Sie gerne benutzen, Herr Lossmann. Ich würde, eine Kreditkarte habe ich nicht, also dann bleibt mir ja nur Banküberweisung. Kein Thema. Wollen Sie das direkt über Bank machen oder mit dem Online-Banking? Ich mache das mit Online-Banking. Okay. Jetzt, ich sende Ihnen wieder per E-Mail der Bankdaten, womit Sie die normale Überweisung tätigen. Wie Sie wissen, die Banküberweisung normalerweise dauert mindestens ein paar Tage, ja. Deswegen, ich brauche von Ihnen, ich bitte Sie, dass nach der Überweisung, wenn Sie das erfolgreich wird, einfach senden Sie per E-Mail eine Bestätigung. Foto von der Beleg, einen Screenshot, einen PDF-File, spielt keine Rolle. Einfach die Bestätigung, das Geld überwiesen ist. Normalerweise, ich gebe diese Bestätigung im System. Ich finde die Transaktion und wenn es das erfolgreich ist, wirklich, bestätige auch von meiner Seite und die gleiche Summe wird auf dem Kontostand gut geschrieben. Ja, dann mal los. Dann schicken Sie mal die Bankdaten. Gleich. Okay, einen Moment und gleich sende ich das per E-Mail. Als betrifft, ich schreibe einfach Bankdaten, wenn Sie mir durch. Hallo? Sind Sie da? Ja, na klar. Ja. Mhm. Okay. In der Verwendungszweck, okay, ich sende zuerst und dann erkläre ich das auf. Die sind schon gesendet. Bitte überprüfen Sie nochmal Ihren Posteingang. Ja, Augenblick. So. Nee, ist noch nichts. Ah, jetzt ist was da. So. Okay, Empfängername. Wer ist Lumvius Limited? Was ist das? Lumvius Limited, das ist ein Empfängername, ja? Unser Kontoempfänger. Oh, das sind unsere Daten, ja? Das muss auch Ihre Firma sein. Wie bitte? Der Empfänger ist ja Ihre Firma und nicht Lumvius Limited. Schauen Sie mal, das ist ein Hauptempfänger-Bankkonto von uns. Also das, wie Sie sehen, auch nicht nur das. Also der Haben IBAN ist auch ein litauischer. Ja. Einen Moment, ich erkläre, ja? Das ist eine litauische Bank, welches wir, mit dem wir arbeiten einfach. Und der ist für die europäischen Länder, gibt es diese Bank für uns. Also wir arbeiten mit ihm einfach. Ja. Die Verwendungszweck, wie Sie sehen, steht auch Ihr Name und der IBAN. Ja. Also IBAN ist die, wie habe ich Ihnen schon gesagt, litauisch. Wenn Sie die Überweisung tätigen mit Ihrem Namen und ich habe eine Frage. Der Beleg mir senden. Ich habe eine Frage. Sie haben Ihre Firma ist aus England. Haben Sie kein englisches Konto dann? Warum haben Sie ein Konto aus Litauen? Doch, wir haben auch. Soll ich dir Großbritannische senden? Ja, zum Beispiel. Oder haben Sie auch ein deutsches Konto? Deutsches leider haben wir nicht. Weil wir arbeiten nicht für die Deutschland, sondern für die anderen Länder auch. Ja? Sie arbeiten doch, Sie rufen doch hier nach Deutschland an. Ja. Das verstehe ich, aber ich nicht nur für die Deutschland, für die Österreich, für die Schweiz auch, wir arbeiten auch. Also jedes europäische Land kann bei uns sich registrieren und kann das einfach zu versuchen. Ja? Ich bin eine deutsche Abteilung für die Deutschland, für den Österreich, für die Schweiz. Mhm. Großbritannische IBAN, also die Daten, ich habe auch. Ja, dann schicken Sie mir die doch mal, das wäre mir lieber. Normalerweise
Okay, kein Thema. Einen Moment, geben Sie mir bitte. Ja, natürlich. Ganz kurz, bitte. Das ist ja einfach zu wissen. Also, warum macht das so? Ich verstehe Sie leider nicht. Sie hören sich sehr weit weg an gerade. Hören Sie mich? Jetzt höre ich Sie. Ja, darf ich fragen, also warum macht das für Sie getrennt, also was ist? Bitte, ich habe verschiedene für Sie, also das, ja. Litauen, beide sind bei uns, also machen das litauische oder? Ich verstehe nicht, was Sie sagen, tut mir leid. Sortieren Sie doch mal Ihre Worte Problem. Und konzentrieren Sie sich mal ein bisschen. Okay. Ich habe gefragt, warum macht das für Sie etwas Unterschied zwischen der kosovitanischen und litauischen Bank? Beide sind unsere Partnerschaft, ja? Nicht, sowieso werden nicht selber der Bank, ja? Ja, ich mag halt Litauen nicht so sehr. Das ist alles. Mhm. Einfach. Okay. Kein Thema. Einen Moment. Sind Sie sicher, dass Sie machen einfach keinen Spaß und Sie wirklich wollen Sie das versuchen? Ja, deswegen habe ich mich ja angemeldet. Ich will Geld verdienen. Was ist daran lustig? Jawohl, aber Sie sind nicht meine erste Kunde und nicht letzte. Ja, also ich kann erkennen, wer macht Spaß und wer nicht. Das scheinbar nicht. Das mache ich als meine Arbeit sowieso. Das soll ich. Ja, scheinbar können Sie es nicht erkennen, denn ich möchte ja Geld verdienen. Negative. Ja, kein Thema. Wir werden dabei helfen, wenn Sie wirklich das wollen. Wenn nein, auch kein Problem. Wie oft muss ich das denn also noch sagen? Das ist fast nichts Besonderes. Ich habe die Bankdaten schon gesendet. Ja, dann schaue ich doch mal nach. Noch ist nichts da. Kommt. Entschuldigung. So, jetzt haben wir was. Genau, jetzt haben wir was. Jetzt habe ich noch mal eine Frage. Ihre Firma heißt, Augenblick, wie heißt die Firma? Schauen Sie mal, der Programm, was wir anbieten, ja, der heißt Gasprofit. Der Firma selber heißt Alpha Stock. Unsere Hauptstadt, wie Sie sehen, in der Nachricht. Schauen Sie mal. Ja, sehe ich in gerade. In der meine Unterschied. Ja, also alphastocking.com, das ist unsere Hauptseite. Können Sie einfach das auch überprüfen, kein Thema. Ja, ich möchte auch gerne... Auch dieses Alphastocking, wir erhalten auch... Darf ich auch mal Moment, etwas fragen? Ja. Sie reden in eins durch. Ich möchte ja zwischendurch mal was fragen. Ja, aber ich erkläre auch etwas. Okay, fragen Sie. Ich möchte ja gern mit einer Firma zusammenarbeiten, die sehr kompetent ist und schon lange am Markt ist. Wie lange ist Ihre Firma Alphastocking mit dieser Webseite schon am Markt? Ungefähr 3 Jahre. Bald wird schon 3 Jahre. 3 Jahre. Oh, das ist gut, weil ich möchte nicht... Ich arbeite in der Firma 1 Jahr. Ja, ich möchte aber nicht... 1 Jahr mit dieser Webseite? Nein. Selber ich in der Firma arbeite ich seit 1 Jahr. Selber ich. Ja, und mit dieser Webseite, mit alphastocking.com? Ja, klar. Ja, wissen Sie, ich möchte... Das ist die Firmaadresse, wie kann ich das anders sein? Ach, ja, ich möchte halt nicht mit einer Firma arbeiten, die zum Beispiel erst 21 Tage alt ist. Deswegen frage ich nach. Es könnte ja durchaus sein, dass manche Firmen nur 21 Tage alt sind oder so, ne? Habe ich mal schon öfter gehört. So, nein, und... Also Mein Nachbar ist da, der Ziggy, der hat immer gesagt, wenn du irgendwo investieren willst, sollst du in jedem Fall überprüfen, ob die reguliert sind. Wo ist Ihre Firma dann reguliert? Klar. In der Großbritannien, also in der BaFin, wenn Sie das meinen. BaFin ist nicht nur für die europäische Organisation. Gut. In der BaFin können Sie das nicht finden, sondern in der also. Bitte was? Ich habe den Namen vergessen. Einen Moment. Ich habe den Namen vergessen.
Also die großbritannische, normalerweise die außer der europäischen Standards, was steht die regulierte Ich verstehe Ihre Sätze da gar nicht. Wo, okay, schauen Sie mal auf die unsere Hallo, Seite, hallo, auf hallo, unsere hallo, Seite, nicht so alles. Reden, hallo, einfach mal zuhören. Ich verstehe Ihre Sprache nicht. Auf Ihrer Webseite steht, wo Sie reguliert sind? Wo steht das auf Ihrer Webseite? Auf unserer Webseite, Sie finden alle Informationen. Ja, wo steht denn das, da, wo Sie reguliert sind? Das frage ich gehen gerade. Gehen Sie über uns und da steht das auch. Über uns. Über uns sehe ich gar nicht. Über uns gibt es nicht auf dieser Webseite. Das nicht. Nee, ich bin auf Ihrer Webseite. Okay, ich habe Ihnen schon gesagt. Unsere Plattform, wo steht es auf Ihrer Webseite? Ist ja Ihre Webseite, Sie müssen das doch wissen. Ich weiß. Ja gut, dann sagen Sie es mir bitte. Unsere Plattform. Sehen Sie doch gleich etwas? Ich sehe Ihre Plattform. Wo steht es auf Ihrer Webseite? Wo kann ich diese Informationen finden? 1, 2, 3, vierte Funktion. Vierte Funktion in der Menüzeichen auf der Webseite steht Our Plattform, also unsere Richtig, Plattform. Richtig, genau. Da können Sie die gleiche Information finden. Ich habe es jetzt aufgemacht. So, und wo steht das da? Ich habe jetzt runtergescrollt. Da steht nicht, wo Sie reguliert sind. Wo steht das genau, bitte? Sie bitte nochmal. Hören Sie mir nicht zu. Ich bin jetzt auf Ihrer Webseite und bin bei Our Plattform. Und wo steht da genau, wo Sie reguliert sind? Wo steht das? Ich finde es nicht. Finden Sie das nicht? Nein, steht da nicht. Haben Sie das nicht gefunden? Nein, sagte ich gerade. Wo ist Ihre Firma reguliert? Wo? Sagen Sie mir doch wo. Schauen Sie doch mal selber nach. Wo steht es auf Ihrer Plattform? Das ist nicht meine Arbeit und sag mal nicht, will auch das auch nicht. Überprüfen Sie selber das. Unsere es Zeit, steht oder was da wollen. Nicht. Es Sie steht haben alles, was es davon steht brauche. Da nicht. Da steht, es steht nichts da. Doch, steht. Nein, dann das sagen steht. Sie mir wo. Dann sagen Sie mir wo. Das Sie finden Sie einfach selber nicht. Nein, wenn Sie das ja, so genau. Können, ich finde es nicht. Deswegen habe ich Sie gefragt, dass Sie mir sagen könnten, wo das steht. Ach, Sie sind also ein Betrüger. Sie haben gar keine Lizenz. Okay, weiß ich Bescheid. So eine kompetente Beratung wünscht man sich doch als Investor. Ein Support-Mitarbeiter, der sich weder in Schrift noch in Worten verständlich ausdrücken kann und auf gezielte Fragen nur antwortet, finden Sie selber. Wenn man im Duden den Begriff Inkompetenz eingibt, dann findet man sicher ein Bild von diesem Betrüger. Ich danke euch fürs Dabeisein und gehe davon aus, dass ihr in ähnlichen Situationen auch die richtigen Fragen stellt und euch nicht abzocken lässt. Bleibt mir gewogen und aufmerksam. Bis zum nächsten Video. Euer Callcenter-Crasher.